Hallo, liebe Profiteure des militärisch-industriellen Komplexes und willkommen zum Lego Marvel Avengers Nummer 7 Magazin mit War Machine und diesem Heft hier. Das Heft natürlich Rätsel, Comics, Spiele oder wie es im Heft formuliert wird, Lesen, Bauen, Spielen. Mit Kommas dazwischen, Leute. Ernsthaft, das ist ein Wort. Lesen, Bauen, Spielen, Rätsel, Comics, Spiele. Ihr seht, ein Wort. Habe ich da irgendwo eine Pause drin? Also. Besserwisserei mal außen vor gelassen, ist das unser Heft, das typische Heft, wie es immer ausschaut. Hier ist ein Bild vom Comic, hier sind die Poster, die drin sind. Iron Man und War Machine als Partner aus Stahl. Und einmal ein schönes großes Gruppenbild mit den Avengers und den anderen. Das ist ja nicht wirklich eine Gruppe, aber irgendwie hat hier genau jeder Held ein Gegenstück bekommen. Ja, Captain America, Red Skull, Thor, Loki, sorry, jetzt habe ich mich selbst mit Red Skull durcheinander gebracht, Black Widow und wer auch immer das da ist, Iron Man, Ultron, Hulk und Red Hulk, Captain Marvel, Thanos, Black Panther und der böse Black Panther. Das sind die, beides ganz nette Poster, kann man machen. Und das ist alles, was ich zum Heft bis jetzt zu sagen habe. Eines der Hefte im mittleren Preisbereich, sprich 4,50 € in Deutschland. Und dann haben wir diese Tüte dabei mit War Machine. Auch so eine Figur, wo ich allein wegen des Namens schon gedacht habe, ach komm, den wird Lego nie rausbringen. Tun sie doch. Okay, und hier ist er nun. So sieht die Tüte aus. Hier ist War Machine. Da ist War Machine, wie die Figur aussehen soll. Lego Marvel Avengers 6+. Alles sehr, sehr weiß, hinten alles sehr, sehr grau. Wir haben einen Rollschuh als Größenvergleich. Warum auch nicht? Marvel, was steht da? Marvelkids.com. Okay, und wir haben eine Setnummer 242107. Darf ich das aufmachen, wenn es nur für Marvel Kids ist? Ich meine, ich bin definitiv alt genug im Führerschein, aber ich habe keinen Führerschein. Haha, ich darf. Hätte ich einen Führerschein gemacht, dürfte ich diese Tüte nicht aufmachen. So ist die Logik. Mal gut, dass wir hier in der Großstadt solchen Kram nicht brauchen. In dem Ruhrgebiet sowieso nicht. So, dann schauen wir mal, was hier in der Tüte ist. Da sind auf jeden Fall Dinge, die nicht rauskommen wollen. Genau, ein Helm. Und dann haben wir hier unseren War Machine. Ich überlege gerade, wie weit ich ihn zusammenbauen kann, weil diese ganzen Teile definitiv noch irgendwie anders gehören. Aber wir haben hier schon mal sehr schön bedruckte Beine und Körper. Silber auf Schwarz hier. Rot der Reaktor und ansonsten eine schöne detaillierte Panzerung. Natürlich nichts auf der Seite, auch auf den Armen nicht. Auf dem Rücken geht die Panzerung aber direkt weiter. Das erinnert mich ein bisschen an Insekten. Mit diesen 6 Gliedern wahrscheinlich deswegen. Könnte auch eine Spider-Man-Rüstung sein. Passt ja, weil im MCU ist Spider-Man ja die Rüstung zumindest auch von Iron Man gemacht worden. Insofern passt das schon. Aber ja, nette detaillierte Rüstung. Und dann muss ich jetzt mal gucken, wie jetzt welche Teile kommen. Ah ja, genau. Dann haben wir hier. Dieses Ding kommt da hinten dran, damit da gleich die Waffen dran kommen. So, dann der Kopf. Und da haben wir unseren Rhodey einmal in sehr, sehr fröhlich. Und einmal mit dem roten Visier drüber und sehr, sehr ernst guckend. Da hat ihm jemand wahrscheinlich die Geburtstagstorte ausgepustet, bevor er es selber konnte. Und jetzt lachen ihn alle aus, dass er die Geburtstagstorte nicht selbst auspusten konnte. Wunderbar, die Visieroptiken sind immer sehr nett. Nehme ich mal nach vorne. Nutzt hier aber relativ wenig, weil das ist ein Helm, den man nicht aufmachen kann. Sehr schade, wofür dann die Visieroptik, aber naja, gut. Silber auf Schwarz. Sieht ganz gut aus. Wie gesagt, leider der, den man nicht aufklappen kann. Da machen wir aber leider nichts dran. Das ist jetzt so. Und ich muss doch tatsächlich mal eine kurze Pause machen. So, lustige Geschichte dahinter, dass ich die Nase putzen musste. Ich habe auf dem Weg hierhin einen brennenden Mülleimer noch löschen dürfen. Wie gesagt, wir sind hier in der Großstadt. Sowas kommt vor. Und deswegen habe ich halt Rauch in die Nase bekommen. Und das ist das jetzt. Das hier ist seltsam gedacht. Also diese Schüssel hier. Aber in transparent rot. Cool. Nicht so häufig. Den hier schon, den 1x1er rund in rot. Aber die Schüssel in transparent rot kriegt man schon mal. Aber ist nicht das häufigste der Welt. So, die kriegt er hier drunter und dann steht er auf einem von den beiden. Das ist halt eine echt komische Konstruktion.
Da verstehe ich auch nicht warum, denn es gibt die 1x2er-Platte auch in transparent rot und die kann man auch hier mittig draufpappen, weil der hat ja ein Loch. Das geht, da geht der Mittelpin und dann geht das so. Komische Entscheidung, das so zu machen, weil das ist ja jetzt komplett schief. Aber hey, guck, dass ihr noch eine 1x2er-Platte in transparent rot kriegt und setzt die dann darunter, dann ist das hier wieder mittig und dann sieht das etwas besser aus, weil das hier ist echt schräg. Das ist echt seltsam. Das ist doof. Sonst ist wenig doof an dem Ding, aber das ist halt doof. So, wir haben das Start-Shooter. Yay! Oder auch nee, je nachdem, wie es zu Start-Shootern steht. Nicht jeder mag die Dinger. Aber so hat die Figur dann noch ein Action-Feature. Kann hier ein bisschen schießen. Wunderbar. Dann haben wir hier einfach den 1x1er mit dem Clip. Und da kommen jetzt, das ist meine absolute Lieblingskonstruktion diesen Monat, glaube ich. Wie rum, so rum ist ja eigentlich auch egal. Da kommen jetzt einfach für den Raketenwerfer, Batterie, die er da hat, drei Rollschuhe übereinander. Das sieht auch noch super aus. Das gefällt mir sehr. Einfach weil es kreativ ist. Ja, das stammt auch aus dem Bild, wie das Ding halt offiziell, also dem Bild aus dem Set, in dem die Figur das erste Mal erschienen ist, die stammt nämlich aus dem Helicarrier. 120 € Set ist das einzige Set, in dem ihr diese War Machine sonst bekommt. Da hat die noch hier unten auch noch was dran. Hier hat sie halt nur den oben, den Touch-Shooter und den Raketenwerfer. Aber irgendwie muss man die Helicarrier-Figur ja exklusiv halten. Passt schon die Figur selbst. Ist aber genau dieselbe. Wie gesagt, die beiden Dinger sind auch bei der dabei. Sie hat nur sonst zusätzlich unten noch welche. Machen wir ihm noch eben die Düsen. So, dass er auch ein bisschen durch die Gegend fliegen kann. Oh, sorry, die Festigkeit dessen macht mir gerade fast Sorgen, aber es hält. Das war genau der richtige Moment, um zu sagen, es hält. Komm, dreh dich. So, und jetzt hat er seinen vollen Schubantrieb mit gerade. Gerade. So ist gut. Und jetzt kann er ein bisschen fliegen. Das Rot passt ganz gut zu der düsteren Gestaltung der Figur. Das ist unser War Machine. Ich hätte gedacht, wirklich, also von der Tatsache, dass es eine Heftbeilage ist, dass da etwas weniger dran ist, aber das ist doch ganz brauchbar. Marvel Avengers ist mal wieder ganz gut bei den Beilagen dabei. Sorry, ich hänge gerade ständig in den Wörtern fest. Da ist noch ein Stud übrig für den Stud-Shooter wahrscheinlich als Zusatzmunition. Dann kann er ein bisschen schießen. Kann er schießen? Na, muss man. Ja, kann schießen. Das Ding ist jetzt für ewig weg. Aber deswegen ist ja noch einer da. Das hier noch reparieren und dann ist er gut. Ist eine nette Figur. Wie gesagt, kriegt ihr sonst nur in einem 120-Euro-Set. Wobei das Set überhaupt gute Figuren hat. Also auch der MODOK, den wahrscheinlich die meisten noch nicht mal kennen werden. Trotzdem sind gute Figuren bei, aber die hier kriegt man jetzt etwas anders und die ist nett. Und nächstes Mal bekommen wir wieder eine Figur, mit der ich überhaupt nicht gerechnet hatte. Also der hat mich jetzt wirklich überrascht. Ich habe gedacht, okay, es wird mal wieder eine Spider-Man-Figur kommen, aber ich dachte, jetzt kommt Miles Morales. Nein, wir bekommen Iron Spider. Mit dem habe ich absolut nicht gerechnet. Das ist ganz cool. So sieht er aus. Hier verrät das Heft uns nirgendwo ein Datum, aber ich kann es schon mal verraten, denn ich habe gefuscht und habe auf die Webseite geguckt. Das nächste Heft kommt am 23. September raus. Wie gesagt, mit Iron Spider. So wird das Heft dann aussehen. Und hier geht es bei den Heften schon morgen weiter mit Lego Explorer. Ich sage dann jetzt bis dahin.